Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns Dyson Fold an. Ich habe das Spiel bei Maxim gesehen, ich fand es sehr vielversprechend. Wir haben ja auch eine kleine Inhalts-Roadmap. Wir sehen also, dass die nächsten 5 großen Content-Updates kostenlos sein werden. Kann man sich auch mal angucken, welche Sachen noch dazukommen werden. Finde ich ganz cool, dass sie das machen. Wir gehen mal direkt rein in die Startcharakterauswahl. Wir haben am Anfang nur den Jack. Der hat 28 Leben. Hat die Pionierflagge-Fähigkeit. Das heißt, wenn wir das hier bezahlen, also einen Würfel, der 5 oder höher ist, würden wir 2 neue Würfel werfen. Am Anfang kann man diese Charaktere noch sehr easy freischalten. Zum Beispiel die Königin, spiele ein Spiel mit Jack, König, dasselbe, spiele ein Spiel mit Jack. Also wenn wir mit dem eine Runde gemacht haben, könnten wir theoretisch diese 3 Charaktere auswählen zum Start. Später wird es schon schwieriger. Der Joker zum Beispiel, da müsste man mit Königin und König einmal gewonnen haben. Und wir haben hier eine Menge Charaktere, die wir freischalten können. Also, es wird ein richtiges Grindfest. Ich liebe ja solche Games, ne, wo man stundenlang da über die Runs immer neue Sachen freischalten kann. Oh, das liebe ich ja. Genauso kann man mal das Glossar angucken. Hier kann man auch schon mal alle Charaktere anschauen, was die können. Finde ich auch ganz cool, dass man das vorher schon sehen kann und nicht erst freischalten muss. Finde ich immer sehr nervig, zum Beispiel bei Slave Aspire oder so. Amulette kann man auch freischalten, wenn man mal einen Run geschafft hat. Das sind Startrelikte, die deinen Run also verstärken. Zum Beispiel beginnt das Spiel mit 3 zusätzlichen Goldmünzen oder sowas, ne? Die sind auch ziemlich sick, die kann man auch alle freischalten. Ah, ich werd locker, wenn ich das Spiel, anfixt, wieder 15 Stunden am Tag reingrinden für 2 Wochen, dann spielen die wieder anfassen. Aber solche Spiele liebe ich ja, mit sowas kriegt man mich. Ich würde sagen, wir gehen nochmal direkt rein. Wir haben am Anfang nur einfach oder normal. Wir nehmen natürlich normal, ist klar. Schwer, kann man nicht spielen. Tutorial werde ich mal überspringen, weil ich möchte das selber erklären. Ich habe ja schon bei Maxim gesehen, wie es geht. Also, wir haben Würfel. Machen wir mal. Jetzt haben wir eine 2 und eine 6 gewürfelt. Und ich sehe gerade, ich muss meine Cam erstmal umstellen. Moment. So, ich glaube, hier bin ich besser. Also, wir haben eine 2 und eine 6 gewürfelt. Und wir sehen hier ein Feld, das Schlitz genannt wird, mit einer 2. Das heißt, wir können da jeden Würfel reinmachen, der 2 oder höher ist. Wäre jetzt da solche Würfelpunkte, wie der hier zum Beispiel, dann müsste man genau diesen Würfel reinsetzen. Man kann man nicht, wenn man eine 3 hat mit Würfelsymbolen, kann man da keine 4 draufsetzen. Wir haben aber auch hier an der Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier kann man auch diese Würfel vervollständigen. Machen wir einfach mal. So. Wenn wir die Dinger voll haben, kriegen wir eine Goldmünze. Und diese Goldmünzen sind wichtig, weil damit kann man im Shop später Sachen kaufen. Die 6 will man nehmen, um ihn zu besiegen gleich. Aber wir sehen auch zum Beispiel, hier oben hat er eine Angriffskraft. Würden wir den Zug beenden und er lebt noch, kriegen wir einen Schaden. Das sind unsere Lebenspunkte hier. Wir machen aber die 6 da drauf. Damit ist er besiegt. Wir kriegen jetzt 2 Silbermünzen. Das hier ist so ähnlich bei World of Warcraft, also das hier sind Silbermünzen und wenn man 10 Silbermünzen hat, hat man eine Goldmünze. Also theoretisch 32 Silbermünzen. Aber die Silbermünzen bringen uns nichts, weil man im Shop nur volle Goldpreise bezahlen kann. So, wir können jetzt nichts mehr machen. Wir haben auch keine Start-Items und dann beenden wir den Zug. So, Schatten und Wildschwein. Wir sehen, das Wildschwein hat eine Fähigkeit. Wenn er gefaltet wird, füge dem Helden seinen Schaden zu. Falten bedeutet besiegen, also wenn die Karte umgedreht wird. So, wir würfeln. 5 und 4. So, das bringt uns, obwohl wir könnten theoretisch jetzt hier beide besiegen. Aber ich werde jetzt mal einmal die Fähigkeit meines Jacks demonstrieren. Wir machen ja eine 5 rein, wir brauchen ja 5 oder 6. Damit ist jetzt diese Fähigkeit hier aktiviert. Jetzt könnten wir sagen, okay, wir machen das jetzt sofort. Oder wir können auch sagen, okay, das sparen wir erstmal und aktivieren es erst nächste Runde. Aber jetzt wollen wir es jetzt schon machen. Okay, das war vielleicht ein bisschen doof, dass ich es gemacht habe. Aber wir haben jetzt einen roten Würfel. Es gibt nämlich nicht nur weiße Würfel, sondern auch rote und blaue. Rote Würfel kann man benutzen, um entweder sich zu heilen oder um ihn als ganz normalen Würfel zu benutzen. Wenn man einen blauen Würfel hat, kann man mit dem blauen Würfel diese Fähigkeit hier zum Beispiel immer aktivieren, egal welche Zahl draufsteht. Okay, ich würde sagen, gut, der ist jetzt trotzdem wegen der Fähigkeit Schaden zu fügen. Hier können wir jetzt leider nichts machen. Ich würde sagen, wir packen die 3 hier rein, dann werden die gespeichert. Mit dem 2er-Würfel heilen wir uns.
Wir beenden den Zug. Es gibt halt 2 Schaden vom Schattenhund. War jetzt doof gespielt von mir. Ich wollte halt unbedingt diese Fähigkeit demonstrieren. Aber jetzt können wir mit der 6 nochmal die Fähigkeit machen. 2-2, okay. Weil wir haben ja den genauen 5er-Würfel, der da reinpasst. Nice. Ein Kobold. Die Gesamtzahl der Slots erhöht sich um den Schaden, den sie dir zufügt. Das verstehe ich nicht ganz. I don't know, ich werde erstmal würfeln. So, 2-1. Das hier bedeutet, ja, beliebiger Würfel. Ich hoffe, man sieht die Würfel auch hinter meiner Cam. Mach ich mal so. Jetzt haben wir nicht mehr Würfelsymbole, sondern ganze Zahlen. Das heißt, wir können ja auch verschiedene reinfüttern. So, machen wir mal hier, zack, zack. Dann ist er tot. Hier können wir auch die beiden noch reinmachen. Also den 1-2er Würfel und wir beenden den Zug. Okay, ich dachte, jetzt irgendwas passiert. Ich würde gerne den Effekt verstehen, aber vielleicht später. So, das ist natürlich jetzt doof. Wir beenden den Zug wieder. Wir kriegen wieder 3 Schaden rein. Dieser wird immer wieder hochgeheilt. Die Gesamtzahl des Slots erhöht sich um den Schaden, den sie dir zufügt. Ah, ich verstehe, ich verstehe. Weil sie mir immer 3 Schaden zufügt, heilt sie sich wieder um 3. Ich glaube, das bedeutet das. Wir machen mal hier die 5 rein. Und mit der 6 besiegen wir die Wespe. Das kann man einfach so einsammeln. Muss man nicht draufdrücken. Der Chaos-Schmetterling. Hochgeworfenen Farbwürfel erhöht seinen Schaden um 1. Also wie so einen roten Würfel oder blauen Würfel. Das Wildschwein kennen wir schon. Jetzt haben wir schon 3 Gegner. Das wird schon ein bisschen schwieriger. Den können wir wegmachen. Ich würde auch sagen, wir das Wildschwein einfach töten jetzt. Wir kriegen halt 1 Schaden, aber der Schmetterling macht, solange wir keine farbigen Würfel würfeln, nicht so viel Schaden. Wir würfeln wieder eine 3 und eine 1. Ach komm, machen wir einfach rein hier. Ja gut, ja, wenn er jetzt die Ex mal angreift, sind wir auch schon bei keine Ahnung wie viel. Aber das reicht ja zum Glück aus, um ihn zu töten. Jetzt haben wir 10 Silbermünzen. Gar nicht? Nur 9? Gut. Jetzt haben wir eine Auswahl an Begleitern. Wir können jetzt hier noch einen zweiten Begleiter einsetzen. Wir haben einen Baden, ich muss ja erstmal alles durchlesen. 14 Leben. Heilt deinen Helden um 2 und bringt einen Feind zum Schweigen. Also wenn wir diese Würfelkosten bezahlen, können wir die Fähigkeit aktivieren, um uns um 2 zu heilen. Das ist nicht sehr viel. Und ich weiß nicht genau, was Schweigen bedeutet. Ich denke mal, dass der nicht angreifen kann für eine Runde zum Beispiel. Berater. Wir brauchen einen genauen 1er-Würfel. Nein, Quatsch, das ist eine Zahl. Wir können da jeden Würfel reinmachen, den wir wollen. Und herausragender Zug. Würfel einen zufälligen, umplatzierten Würfel neu. Okay, das klingt gar nicht mal schlecht. Wir bezahlen einen Würfel, können einen neu würfeln. Ich glaube, das ist gut. Oder wir nehmen noch ein 2 genaue 3 und der heilt um 3. Ich weiß nicht, ob wir Healing nehmen sollen. Ich nehme jetzt mal den Berater mit. Ich glaube, das könnte ganz gut sein. Und jetzt haben wir hier 4 Goldmünzen. Um damit zu shoppen. Cool. Nadel des Schneiders. Erhöht die Anzahl der von goldenen Würfeln gewährte Goldmünze um 1. Es gibt anscheinend auch goldene Würfel, die habe ich aber noch nicht gesehen gehabt. Beim Kauf gibt plus einen Würfelbeutel-Slot. Also hier kann man auch dann seine Slots erweitern. Zum Beispiel mit der kleinen Tasche. Alle 4 Würfe. Begleiterfähigkeit wird verfügbar. Einzigartig. Einzigartig? Achso, man kann diese Item nur einmal haben. Man kann die anscheinend auch stacken, die Items. Finde ich alles nicht besonders gut. Ich würde sagen, wir würfeln, oder? Nein, komm, wir sparen unser Geld. Wir sind fertig. Vielleicht gibt es in neuem Shop dann bessere Sachen. Korrupter Alchemist. Im ausgeklappten Zustand. Es können keine farbigen Würfel geworfen werden. Okay. Das ist ein ganz normale. Jetzt haben wir auch einen Würfel mehr durch den Berater. Jetzt haben wir 3 Würfel. Ich würde das gerne mal ausprobieren. Wir machen den einfach mal. Beziehungsweise. Ja, doch.
Okay, aus der 3 wurde eine 6. Das ist doch ganz cool. Jetzt können wir mit der 6 noch die Fähigkeit deaktivieren. Oder doch, machen wir. 1 und 3, schade. Das hätte natürlich auch eine 6 und eine 4 werden können. Da hätten wir einen guten Move gemacht. Aber... wenn auch den wieder opfern. Jetzt haben wir 4 und 2. Also irgendwie bringt uns das nicht wirklich weiter. Aber doch, 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 klar. Wir können jetzt hier zack und zack und dann ist der Alchemist schon mal tot. So, diese beiden greifen zufällig an. Wir wissen jetzt natürlich nicht, wer angegriffen wird. Einmal Jack, zweimal Jack. Okay. Wenn der stirbt, ist nicht ganz so schlimm. Wenn der stirbt, dann haben wir ganz verloren. So, wir können es aber wieder um 3 heilen. Machen wir auch direkt. Den killen wir. Ah, der 3 Schaden ist aber auch eine Menge, ne? Die fressen wir jetzt auf jeden Fall. Gut. Übrigens, wir haben jetzt hier eine Anzeige bekommen. Weil wenn wir nämlich 7 Mal werfen in einer Phase, eine Phase sieht man hier, eine Phase ist immer einmal Gegner ausspielen und bis sie besiegt sind, ist eine Phase. Wenn wir jetzt noch, ich glaube, ein oder zweimal würfeln, dann kommt der Kerkermeister. Okay, Berater ist gut, dass er die angegriffen hat. Wollen wir einfach den Kerkermeister aus Demonstrationszwecken triggern? Machen wir einfach mal. Machen hier aus 2 Würfel. Aber erstmal werden wir mit dem hier diesen einen Würfel neu würfeln. Und da kommt er schon. Dungeon Meister, pass auf. Den kann man nicht besiegen. Entfaltet sich nach dem 7. Wurf in einer Phase. Wenn du würfelst, erhöhe den Schaden der Feinde um 1 und füge deinem Helden einen Schaden zu. Siehst du nämlich, die haben gewürfelt und dadurch hat er einen Schaden, einen Damage bekommen. Also einen Damage, den er hinzufügt. Aber den killen wir jetzt und damit ist der Ärgermeister auch weg. Das sind 2 sehr gute Würfel, die würde ich hier mal reinpacken. Beziehungsweise den 6er können wir hier mal reinpacken. Und wir beenden den Zug. Chaos-Schmetterling. Das ist der will keine farbigen Würfel, sonst wird er stärker. Homunculus. Ja, siehst du, wir haben einen farbigen Würfel bekommen und deswegen hat er 2 Stärke. Okay, okay. Der hat 13 Leben, what the fuck, warum das denn? Okay. Wir heilen jetzt mal Jack. So. Wir sparen. Wir können den eh noch nicht töten in der Runde jetzt. Wir sparen diesen 5er Würfel. Unser Berater wurde angegriffen. Alles klar. Jetzt haben wir aber bestimmt genug. 7. Die 1 kommt da rein. Und oder 2. Wir machen noch einen Zug. Manchmal muss man ein bisschen Strategie arbeiten. Manchmal ist es besser, wenn man ihn direkt killt. Manchmal muss man gucken, dass man zum Beispiel mehr Würfe hat, um das hier voll zu kriegen. Wäre halt gut, wenn man trotzdem zusieht, dass man nicht den Kerkermeister triggert. Einmal können wir noch. Geht eh nur auf den Berater. Wieder keine 4. Vielleicht kriegen wir so eine 4. Jawohl, hat genau funktioniert. Nice, jetzt haben wir das hier freigeschaltet. Und wir haben eine Goldmünze bekommen. Jetzt können wir nicht mehr da irgendwas reinsetzen, aber im nächsten Zug können wir wieder die ganzen Dinger voll machen für eine weitere Goldmünze. Jetzt haben wir hier auch 10 erreicht, deswegen auch eine Goldmünze bekommen. Würfelscham, guck mal, was ist denn? Alle 3 Würfe. Der nächste Wurf hat plus einen Würfel, das ist big. Erhöht die Wahrscheinlichkeit, einen roten Würfel zu würfeln um 5%. Wie hoch ist denn die Grundwahrscheinlichkeit, einen roten Würfel zu kriegen? Wenn eine Fähigkeit verwendet wird, erhalte eine Silbermünze. Das heißt, wir müssten 20 Fähigkeiten aktivieren, bis wir da plus minus 0 sind. Dann nehmen wir auf jeden Fall diesen Würfel hier, das sieht cool aus. 1 ist halt nicht viel, ne? Aber komm, nein. Wir sparen unser Geld für die nächsten Shops. Heuschrecke, genau eine 1. Die anderen beliebige Würfe und 2 und 3 vor allem. Okay, wir würfeln einmal. Die genaue 1 haben wir getroffen, das war sehr lucky. Das ist ganz cool. Und hier können wir eigentlich hinten die direkt wegrushen. Wenn die auch noch hier alle. Wir könnten jetzt 3 5er würfeln, um da reinzusetzen. Wäre aber ein bisschen verschwendet. Darum werde ich mit dem einen 5er Würfel. Das war da rein. Mit dem anderen 5er Würfel hier. Weitere Würfel.
Okay. Ich mach das nochmal. Das hat sich richtig gelohnt diesmal. Nice. Sagen, wir werden trotzdem die 6. Möchte ungern die 6 verschwenden dafür. Dann nehme ich lieber einmal Schaden in Kauf. Gut. Das machen wir mal rein und schalten das frei, aber benutzen das nicht unbedingt jetzt schon. Hier können wir den jetzt finishen und die 3 können wir da reinpacken. Erschrecke wieder eine 1. Geist, 4 Schaden. Da mussten wir 4 und dann nochmal 11. Wir haben jetzt aber 4 Würfel und wir haben einen blauen Würfel freigeschaltet. Oder freigeschaltet bekommen. Wir könnten den jetzt hier reinsetzen. Oder wir könnten damit das hier benutzen. Cool. Damit machen wir den weg. Die 4 haben wir auch getroffen. Das ist sehr gut. Ich würde sagen, den finishen wir auch direkt raus, weil 4 Schaden ist echt zu viel. So, ich würde meine Fähigkeiten gerne noch aufsparen. Dann nehme ich lieber 3 und vielleicht diesmal Jack und dich Berater angreifen. Ja, okay, wir müssen langsam aufpassen mit dem Berater. Den würde ich ungern verlieren. Hier haben wir eine 1. Können wir da reinmachen. Wir würfeln jetzt eine neue. Packen die 5 direkt da wieder rein, dass es direkt wieder freigeschaltet ist für den Notfall. Die 6 packen wir dahin, die 2 dahin. Es ging auch gut auf. Achso, warum muss ich das nochmal bezahlen? Ich dachte, ich kann das sparen über die Runden. Hammer, und das ist eine holographische. Die sind also ein bisschen besser als die normalen Versionen. Würfel, die auf Gesamtstats fallen, haben einen Wert von plus 2. Was sind denn Gesamtstats? Jeder Level beginnen. Heile deine Begleiter um 3. Okay, das müssen wir, glaube ich, nehmen. Nach jedem Phasenende, Alter, eine Silbermünze. Wäre nach 10 Runden plus minus 0. Aber wir müssen die Begleiter heilen. Ich habe mein ganzes Gold ausgegeben, damit der jetzt immer Heal kriegt. Okay. Wildschwein wird den Helden angreifen mit dem Schaden, auch wenn er stirbt. Der Tod, der Lich, der hat 6 Angriff. Wir können hier aber auch jeden Würfel reinsetzen, den wir wollen. Aber unser Held bekommt Schaden in der Höhe von dem Wert des Würfels. Das heißt, wir wollen da am besten eine 1 reinpacken. Aber eine 2 ist, glaube ich, auch okay. Jetzt kriegen wir nämlich 2 Damage, weil es ein 2 Würfel war. Ich frag mich... Ich habe das doch aktiviert gehabt, oder? Freigeschaltet. So. Wir killen jetzt die beiden da. So, wenn er Schaden bekommt, dann kann man das... Dann ist der Effekt weg, dass man... Das lag wirklich am Schaden, oder was? Einzelgänger. Halbiert die Werte von Würfeln, die auf ihm fallen. Wir müssen 12, 24, also müssen wir 48 Wert kriegen, oder was? Are you serious? So, wir packen erstmal Dinger rein. Oh, das wird richtig übel. Die 1, die wir neu würfeln. 5. Ich glaube, mit 2 Würfeln kriegen wir mehr als 5 Wert raus. Deswegen werden wir jetzt mal hier, zack. Okay. Ich will jetzt wieder 2 auf jeden Fall heilen. Da war quasi ein gratis Heilwürfel bekommen, weil die 5 packen wir jetzt hier rein. Das ist echt übel, dass dir der Schaden halbiert ist. Hier Würfel diesmal. Okay, damit. Ja. Sagen, ich baller hier einfach rein, ja. Das hier, obwohl, ja, machen wir eine Fähigkeit. Mehr als 5? 1 und 6, mehr als 5. Das sind sogar viel mehr als 5. Das ballern wir jetzt hier alles rein. Bitte greift Jack an. Oh nein, unser Begleiter ist leider tot. Müssen wir jetzt ohne ihn weiterspielen. Okay, aber bei 1 wird nicht abgerundet. Das ist gut zu wissen.
Wir beenden die Runde. Okay, wir haben 3 Goldmünzen. Was ist denn die holographische Karte? Erhöhe die Chance, einen roten Würfel zu treffen um 10%. Wir haben die ja schon mal als nicht holographisch gesehen, da waren es 5%. Okay. Solange die Gesundheit deines Helden unter 10 liegt, erhaltet plus einen Würfelwurf. Könnte auch interessant sein, können wir uns aber eh nicht leisten. Den Käfer der Chancen können wir uns auch nicht leisten, erhaltet einen zufälligen Gegenstand. Kaufen, aber nur einmal eigentlich. Würde ich sagen, nehmen wir jetzt mal Alayas Blume. Wir müssen nämlich langsam ein bisschen aufpassen, dass wir nicht sterben. Der Egel hat eine Fähigkeit. Er priorisiert den Angriff auf ihren Gefährten. Also wenn hier noch ein Gefährte wäre, dann würde der priorisiert werden von diesem Egel. Okay, okay. So. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Die 2 hier rein. Den könnten wir auch töten. Dann kriegen wir 3 Schaden weniger rein. Aber die anderen 3 kann ich nicht verhindern. 9 Leben noch. Das ist natürlich jetzt sehr nice. Warte mal, die 6 passt da perfekt rein. Okay. Und hiermit können wir jetzt würfeln. Würfeln. Nice. Die 3 und die 2, die ich da rein. Damit heilen wir uns. Und mit dem 1er Würfel machen wir den Egel weg. Okay. Also für meinen allerersten Run ist das ziemlich gut. Und jetzt haben wir einen neuen Begleiter zur Auswahl. Was kann denn der Schreiber? In den Büchern verdopple deine Goldmünzen einmal im Spiel. Okay, wenn wir es irgendwie schaffen würden, so ein paar Goldmünzen anzusammeln und dann das hier einmal haben. Aber ich glaube, wir brauchen jetzt irgendwas, was uns jetzt hilft, sonst sterben wir nämlich. Tausche 5 Silbermünzen in eine Goldmünze. Hey, der Bettler ist ja insane gut. Erhalte einen zufälligen, gewöhnlichen Gegenstand, verwirf alle verfügbaren Silbermünzen. Gut, wie stark sind gewöhnliche Gegenstände, ist die Frage. Aber ich glaube, wir nehmen den Bettler, oder? Das ist jetzt richtig nice für Gold bekommen. Wir haben da ja nur 1 Goldmünze. Wir könnten uns höchstens den Stab des Begehrens kaufen. Wenn das goldene Würfelset abgeschlossen ist, Heldenfähigkeit wird verfügbar. Das hier ist das goldene Heldenset. Das nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Alle 3 Würfel, der nächste Wurf hat plus 1 Würfel, das kennen wir schon. Dungeon Meister lässt 1 Goldmünze fallen. Okay, wenn man das hier nimmt, könnte man voll darauf gehen, das ist sogar ein episches, dass man immer den Dungeon Meister hier triggert und dann damit immer schon Gold farmt. Aber wir nehmen den Start des Begehrens mit auf jeden Fall und beenden die Runde. So, ihr habt alle keine Fähigkeit, das freut mich. Der Bettler hat sich geheilt. Genau, wegen Emia, genau. Gut, wir würfeln. Dann 5 Würfel einfach. Holy shit, warum? Auf jeden Fall gehen die ja sofort rein, bevor ich nachdenke. Das sind jetzt... Alter, das hat ein 12 Leben gebracht. Das war richtig, richtig gut. So beliebig, aber ich glaube, wir müssen... Wir müssen, glaube ich, den Skorpion auf jeden Fall rauskriegen. 5 oder höher. Zack. Hier kann man auch nicht, wie hier zum Beispiel, mehrere Würfel benutzen. Hier muss es 1 Würfel sein, wegen dem Pfeil. Ich würde sogar fast sagen, wir... Ach, ich kann ja... Das wäre der andere Begleiter gewesen. Dass ich neu würfeln kann. Ja gut, dann können wir hier mit den Begleitern gerade nichts machen. Wir müssen schon mal den hier reinstellen. Wir können das nämlich auch über Runden hinweg freischalten. Das muss nicht in einer Runde passieren. Dann machen wir hier den 2, weil der genau treffen muss. Das geht nämlich gar nicht. Ne, genau, das hier geht nicht. Dann löschen wir zumindest hier die Unselige raus. Dann 2 Damage weniger für unsere Charaktere. Hat auch gut aufgeteilt. Schon wieder ein Gold. Ah, wir haben auch jetzt Relikt genommen, ne? So, der kommt da rein. Wir können jetzt sagen, wir killen ihn. Und wir sparen noch weiter. Wir machen erstmal das hier. Einmal eine Goldmünze mehr. Nice. Ja, wir haben noch Zeit. Wir haben Zeit. Der macht nur 1 Damage. Der ist eigentlich vollkommen egal. Wir können jetzt diese Runden nutzen, um... Ja, zum Beispiel... Nee, das geht erst wieder neu, wenn neue Charaktere, neue Feinde da sind. Wir können mal hier da schon mal coole Würfel reinpacken oder so. Er macht nur 1 Damage. Das ist gar nicht. Das heilen wir mit jedem Wurf wieder hoch. Wir machen da mal die 2 rein. Die 5 gefällt mir. Ich wende wieder hinzu.
würfeln? Wir haben noch guck mal, wir können es richtig hoch rein hier. Wie nice. Ich packe hier mal die 4 rein. Wende wieder in Zug. Die beiden verfallen jetzt natürlich. Das ist ein bisschen schade. Wir neu würfeln. Und jetzt müssen wir aufpassen. Wir haben hier eine Warnung bekommen. Kerkermeister. Ja, also, okay. Hiermit können wir jetzt das freischalten. Wir haben leider nur 2 Silbermünzen. Das heißt, wir können das noch nicht benutzen. Dann töten wir jetzt einfach, wa? So. Jetzt hätte er aber keinen Schaden bekommen und schon wieder die Fehler. Kann man nur Begleiter zwischen? Also so. Okay, ich glaube, den Helden, den muss man aktivieren und den Begleiter nicht. Vielleicht könnte es daran liegen. Was ist das denn für ein. Alter, what the fuck? Warum hat der gebufft? Was? Wenn ausgeklappt, unmittelbar linke und rechte Gegner haben plus 1 Schaden. Okay, die Mauer müssen wir definitiv wegmachen. Den. Zum Glück haben wir hier ein paar Würfel gespart in der letzten Runde. Gut, dann mit der 4 könnten wir auch hier einfach 2 Würfel bekommen. Cool. Machen wir das mal so. Wir haben leider keinen 2er Würfel. Aber beliebt. Oh, wir brauchen auf jeden Fall noch einen kleinen Würfel für den Lich, weil der soll nicht angreifen. Wir müssen ihn auf jeden Fall diese Runde schon töten. Puh. Gut, dann machen wir den kleinsten hier rein, damit der irgendwie mal weg ist. Ich habe 3 Schaden aber reingekriegt, das macht nichts. Warte, schwächen wir schon mal vor, beenden den Zug. Der Schaden ist gut aufgeteilt gewesen, das ist nice. Ja, schon wieder um 6 heilen. Also das Relikt ist ja unglaublich gut. Die 2 nehmen wir natürlich für dieses Feld hier, weil wir das genau treffen müssen. Den machen wir weg. Heilen uns um 6. Ich mache mal auf den, der mit weniger Leben. Jetzt haben wir auch mehr Silbermünzen als 5. Wir können jetzt den Bettler aktivieren. Haben eine Goldmünze gekriegt. Machen direkt hier die nächste 5 rein. Werden den Zug. Jack hat Schaden bekommen, okay. So, Bettler hat wieder seine Fähigkeit frei. Das ist so nice. Wenn wir jetzt hier noch reinmachen. Ich würde sagen, wir nehmen wieder neue Würfel, dass wir gut vorbereitet in die nächste Runde reingehen. 5 Würfel. Und wir müssen jetzt auch wieder aufpassen auf den Kerkermeister. Eine 1. Eine 3. 5, 6. Okay. Gut, dann werden wir die 3 Vierer. Oh, man kann die übereinander legen, man kann die stapeln. What the fuck, was ist das denn hier? Achso, nee, kann man nicht. Wenn ich jetzt weitergemacht hätte, wären die verfallen. Okay, verstehe. Dachte schon. Nein, oh mein Gott. Ich wollte mit der 2 ihn töten und nicht mehr würfeln. Aber jetzt ist egal. Mal gut, dass ich mich da verklickt habe. Holy shit. Wir haben 15 Heal bekommen mit einem Würfelwurf. 15 Heal. Oder wir machen das hier voll. Wollen wir greedy sein? Wollen wir auf Gold greeden? Weil jetzt haben wir eine Feinstufe und nächste Runde ist ein Shop. Das ist aber, Alter. Wir haben jetzt auf 11 Heilung verzichtet. Nur für die Goldmünze. Das so schlau war? I don't know. Bettler heilen. Da rein. Leider keine 5, aber wir beenden den Zug. Okay, mal gut, dass ich hier die eine Goldmünze bekommen habe, weil sonst hätte ich nicht die Krankenversicherung kaufen können. Beim Kauf, verwirf alle Münzen und heile deinen Helden um 15. Also, ich bezahle meine ganzen 5 Goldmünzen, habe dann nur noch 3 Silbermünzen, mehr nicht. Und kriege 15 Heilung, verliere dafür nur 3 Silbermünzen. Das ist big. Oder, beim Kauf, halte deinen Begleiter und halte 3 Goldmünzen. Okay, wir können unseren Begleiter töten mit 3 Goldmünzen. Und bezahlen noch eine dafür, oder was? Also nur 2 Goldmünzen. Immer wenn es 4 oder mehr ungefährliche Feinde gibt. Der Wurf hat plus 1 Würfel. Das wäre für den Endkampf gar nicht mal schlecht, weil meistens... Oder ich hab ja nur einen Endkampf gesehen, das war so eine Hydra. Das waren 5 Gegner. Aber wir werden auf jeden Fall die Krankenversicherung nehmen. Bin damit pleite, aber er hat einfach 15 Healung bekommen. Cool. Also dafür ist mein allererster Run ist. Entweder habe ich mega Glück oder ich bin einfach begabt. Naturtalent.
Das haben wir ein neues Symbol, nämlich ungerade. Hier können alle Ungeraden rein. Und gerade, alle Geraden. Logisch. Bei Doppel kann man ein bestimmtes Zeug vieren. Wenn ich eine 4 reinmache, dann muss die andere auch eine 4 sein. So, ungerade kommt dahin. Dann ist sie schon mal weg. Der Schmetterling hat sich natürlich jetzt hart gebufft. Der Schmetterling ist gerade, weil wir so viele rote Würfel jetzt kriegen, maybe gefährlich. Aber ich denke nicht, komm, wir packen die einfach mal jetzt hier rein. Wir sind auf ganz Nummer sicher. Weil wir haben jetzt fast 40 Leben. Den packen wir auf gerade. Beenden. Und Bettler hat beide getankt. 28. Okay. Kein farbiger Würfel. Das ist gar nicht mal schlecht gerade. Würde ich sagen, wir haben genau 5 Silbermünzen. Das heißt, unser Bettler macht wieder ein Gold daraus. Okay, das müsste genauer 1 sein. Ja, das muss eine genaue 3 sein. Wenn wir hier mal einfach die Dinger wieder voll machen und da 4 auf den Spitterling geben. Jetzt hat Jack beide getankt. Das teilt sich auch wirklich sehr nice auf gerade. Das ist wirklich lucky. Die 3 Bewürren ist tot. Gut, da können wir jetzt nichts reinmachen davon. Außer wieder 5. Maybe, ja. Machen wir einfach mal. Weil hier reicht das auch so aus. Okay. Wir haben leider keine Würfel hier für die nächste Runde gespart. Das könnte zum Verhängnis werden. Die haben so alle eine Fähigkeit oder was? Was macht der Golem? Ende der Runde. Erhöhe alle Gesamtslots um 1. Also alle hier um 1. Gesamtslots sind, glaube ich, Dinger, wo man halt so mehrere Würfel reinmachen kann. Das zählt nichts für sowas hier zum Beispiel. Die Gesamtfeuerstotte wird sie um den Schaden. Genau. Wenn die 3 Schaden macht, dann kriegt die 3 neue hier rein. Ende der Runde verdoppelt sein Angriff. Ende der Runde verdoppelt sein Angriff. Den fokussen wir jetzt raus. Ich glaube, das mit dem Verdoppeln ist einfach zu gefährlich. So, das verdoppeln wir wieder. Ja, der muss auf jeden Fall sterben. Die Heilung nehme ich gern mit. 2 kommen auf den Gerade und da kommen 3 drauf, damit ich nächste Runde ihn sicherlich töten können. 12 Angriff schon. 12 Angriff macht er jetzt. Wisst ihr, wie viel der Angriff ist? So. Zum Glück ist der raus. Hat auch 6 Silbermünzen gegeben. Cool. Es kommen 5-7 Schaden rein. Nee, den kommt, den mach ich lieber dahin. Aber mehr von. Oh, Jack hat nur noch 10 Leben. Das. Ich hätte fast gesagt, das könnte hier gefährlich werden, aber natürlich ist das gar kein Problem. Der Golem, was macht der nochmal? Ah, der erhöht für die anderen hier die ganze Zeit die Slots. Dann machen wir. Maybe den zuerst weg. Da kann alles rein, 3 aufwärts. Da muss eine 5 rein. Wir machen den weg jetzt hier. 10. Ja, wir haben jetzt wieder 20 Leben mit beiden. Ich würde sagen, wir tanken das. Machen den da rein, für mehr Geld gleich. Okay. Also wir haben jetzt noch einen Wurf, easy, und danach kommt der Kerkermeister. Aber wenn wir die Wespe nicht einfach töten, der kriegt da jede Runde 3. Guck mal, die ist schon auf 20. Wir müssen schon 20 Dinger investieren. Ist ja furchtbar. Warum kostet das jetzt 8 und... Hä? Warum kostet das jetzt 8? War es nicht günstiger vorher? Anyways, so, die 3 kommt da rein, ist der weg. Und jetzt können wir hier viel Damage auf diese Wespe machen. Jetzt dann weißt du da, okay, okay. Aber wenn wir jetzt den töten, ist ja kein Problem. Die 6 gehen auf Jack. Neun, 10. Wir können eh nicht töten. Oder mache ich mit dem 5er jetzt das hier frei? Und nächste Runde habe ich den Safe-Tot.
aktiviere mal die Fähigkeit, weil die dann weg ist gleich. Habe ich Schaden bekommen oder so? Okay, was machen wir jetzt? Wie machen wir es am besten? Wir sagen, die großen Würfel behalten wir. Gucken erstmal, wie viel wir genau hier brauchen. 5, also noch eine 1 und eine 4. Dann haben wir es doch. Jetzt haben wir 5 Silbermünzen. Können noch das verdoppeln auf 5. Ey, der Bettler ist ja sowas von overpowered. Das ist ja crazy, Alter. Wir haben nur 5. Uns fehlt eine Goldmünze. Nein. Aber wir können das Schild der Rache kaufen. Immer wenn dein Held 5 oder mehr Schaden nimmt, erhalte ein Würfel im nächsten Wurf. Okay. Jeder Phasenbeginn erhalte einen zufälligen Feind. Wir machen bei jedem neuen, wenn Feinde kommen, einen schon mal weg. Die Sprengfalle ist ja komplett overpowered. Ist auch episch, kostet 6. Beim Kauf erhalte einen zufälligen Begleiter. Wenn du bereits einen hast, heile den Begleiter um 13. Auch big. Aber wir haben ja 5 Gold, ich würde einmal neu würfeln. 7, 6, 3. Wollt ihr mich gerade verarschen? Also man muss sich merken, wir brauchen am Ende irgendwie ein bisschen mehr Gold. Dass wir immer so 8 Gold bei uns tragen oder so. Nachdem du den Slot abgeschlossen hast, gelten Würfel, die auf Gesamtsatz fallen, als plus ein Wert. Wird nach dem Zug zurückgesetzt. Also ich muss einen von den Slots schließen. Und dann ist das aktiviert. Für den ganzen Zug. Und dann haben alle anderen Würfel ein plus mehr. Okay. Goldene Peitsche kennen wir schon, das mit dem Dungeon Meister. Wenn eine Fähigkeit verwendet wird, heile Gegner einen Helden um 1. Oh, ich weiß halt nicht, ob noch ein weiterer Shop kommen wird oder nicht. Deswegen nehme ich das einfach mal. Weil wir haben noch 5 Wellen. I don't know. Wähle einen Begleiter. Begleiterstufe erhalte plus einen Wurf. Neuer Begleiter ersetzt den aktuellen, wenn du den aktuellen behältst. Heile deinen Begleiter um 5. Schauen uns das wieder an. Den Schreiber kennen wir ja schon, dass der die Goldmünze verdoppelt, wenn wir das hier bezahlt haben. Spion. Verkleidung bringt alle Feinde zum Schweigen. Wir müssen aber auch in 3 Würfel treffen und einen höheren als 4 und einen kleineren als 2. Oder 2 halt direkt. Und der hier macht Abendessen serviert. Gib dir einen zufälligen beim Kaufgegenstand, fügt deinem Helden 2 Schaden zu. Wäre auch eine geile Kombi, aber ich denke, wir bleiben beim. Bleiben wir beim Bettler? Brauchen wir noch Gold in diesem Run? Oder bringt alle. Ich glaube, wir nehmen den Spion. Ich will wissen, was Schweigen bringt. Alle Raune wie bei Harry Potter oder was. Der gefallene Krieger hat den Effekt. Krieger sieht den Angriff auf seinen Helden. Also der wird immer den Helden angreifen. Die anderen beiden haben keine Effekte. Wir würfeln mit 5 Würfeln. Das haben wir hier schönes. Okay, wir haben auch noch die beiden Würfel da in der Reserve. Wollen wir mal gucken, was Schweigen bringt. Die schlafen jetzt oder was? Okay, können die aber trotzdem angreifen. Wenn ich drüber habe, sehe ich, was die machen. Aber wenn ich sie angreife, werden sie wieder aufgeweckt wahrscheinlich, ne? So, ich brauche einen Vierer, genau. Ich mache mal lieber den, glaube ich, weg. 3. Ja, ich mache den gefallenen Krieger weg. So. Dann behalte ich den Würfel. Müssen wir genau gucken. Ich kann den jetzt gar nicht angreifen, oder was? Doch, kann ich. So, hier brauche ich einen kleineren oder 4 genau oder einen größeren. Dann mache ich das da rein. Das da rein. Geht gar nicht, weil die schlafen. Okay, dann packe ich die auf Reserve und in den Zug. Man kann also einfach nur einmal den Zug skippen. Nice. In der Zeit können wir uns schön hochheilen. Dann machen wir das Ding nochmal voll, auch wenn ich nicht sicher bin, ob ich noch Gold brauche oder nicht. Damit wollten wir ihn töten, genau. Hier machen wir doch den rein. 6 kommt dahin, 4 kommt dahin. Wir beenden den Zug. Mit dem Schlafen ist ganz nice, dass wir uns Zeit kaufen können. 2020. Hier haben wir eine 5. Gut, da müssen wir genau 6, genau 5 treffen. Hier brauchen wir 2 größer als. Okay, unsere ganzen Würfel bringen uns gar nichts gerade. Außer Heilung.
Healung, Heilung. Werden wir den Zug fressen, die 6 Schaden. Die beide auf den Spion gehen. Das ist ja frech. So. Jetzt können wir zumindest ihn wegmachen. Ihn wegmachen. Jetzt die Frage, wollen wir vielleicht auch bessere Würfel erstmal offen? Pack die mal da rein. Bis die ganzen Zweier rauskommen, Zug beenden. Okay, nice one. Dann pass auf, wir heilen den hier um 4. Wir machen die Münze wieder voll. Den Fähigkeiten... Der ist schon aktiviert? Habe ich schon gekauft oder was? Oder habe ich wieder irgendein Item gekauft, was irgendwann triggert und dann das hier freischaltet? Ich muss darauf mehr achten. Dann werde ich jetzt... trotzdem den nochmal benutzen. Und jetzt kommt Dungeon Meister, weil der kann auch getriggert werden, wenn ich durch solche Fähigkeiten mehr würfel. Aber wir killen ja sowieso jetzt. Deswegen ist das egal. 5, 5. Die 4 müssen wir da reinpacken. Oh, easy. Dann nehmen wir die 3 noch mit. Oder nehmen wir mal eine 1. Falls wir ja so ein Feld haben, wo man nur eine 1 reinpacken kann. Wespe macht wieder das hier 3 mehr für jeden Angriff. Alchemist. Es können keine farbigen Würfel geworfen werden. Ist ja doof. Hätte ich auch theoretisch jetzt schon angreifen können, danach erst würfeln? Bestimmt, ne? Muss man auch drauf achten, auf die Reihenfolge, was man wann macht. Wir brauchen eine genaue 4, die ich leider nicht habe. Vielleicht würfel ich ja jetzt eine 4. Ja! Cool. Und da machen wir die 3 rein, das ist ja eigentlich ein bisschen weg. Können wir wieder Heilungswürfel würfeln. Das ist wichtig. Das ist easy. Hier kommt eine Ungerade. Ich habe keinen einzigen geraden Würfel. Das gibt's doch gar nicht. Aber die 6 kommt hier rein und die 5 da rein und diese 5 kommt da rein. So. Dann kriegen wir jetzt 4 Schaden. Macht nichts. Können wir wieder hochheilen jetzt. Der eine war ein bisschen wack, dass wir dafür einen roten Würfel benutzt haben. Ah, warum denn 1er? Vielleicht kriegen wir das hier rechts nochmal voll, bevor wir die Runde hier beenden. Kriegen wir sogar safe voll. Oh ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nice. Noch mehr davon. Noch nicer. Jetzt können wir sogar 2-mal das Ding hier aktivieren. Und der Dungeon Meister aber ist der vollkommen Latte. Wir machen das direkt nochmal. Heilen jetzt ihn hier um 2. Jetzt würde ich sagen, wir nehmen den 6er Würfel für nächste Runde mit. Einen 3er und einen 2er. Guck mal, ich habe Kniffel gewürfelt. Easy peasy. Let's go. So, vorletzte Runde. Wir haben 6. Wir haben genug Gold eingesammelt. Das kommt also immer noch vor dem Endboss im Shop. Also lohnt sich Gold sammeln bis zum Ende. Das ist gut zu wissen. Nehmen wir den Knoblauch. Verringert alle Gesamtzahl zum 2. Jeder Levelbeginn. Okay. Bei Verwendung einer Fähigkeit heile den Helden um 2. Das ist auch ganz geil. Wenn wir hier immer so viele blaue Würfel da reinfüttern am Ende. Dein Held erleidet minus einen Schaden von feindlichen Angriffen. Ist das viel? Minus ein Schaden? Weil es episch ist oder legendär sogar, nehme ich das natürlich mit. Dann können wir uns nichts mehr kaufen. Weil damit schalte ich ja auch Sachen frei, wenn ich sie einmalig dann also zum ersten Mal gekauft habe. Glaube ich. Die Hydra, die ich schon erwähnt hatte. 5er Kampf. Wir schauen uns das mal genauer an. Nächster Rundenende. Entfaltet sich selbst, wie sie noch entfaltet ist. Also wenn wir die besiegen, kommen die wieder. 3-fach. Wir müssen einfach nur 3 gleiche finden bei den Hydra-Köpfen. 2, 2, 2, 4, 6, 8. 17 Schaden jede Runde. Wenn wir Pech haben auf einen. Wir geben jetzt natürlich Jack unser ganzes Leben, weil das ist wichtig, ist er hier überlebt. Der kann ruhig sterben jetzt. Wir können aber auch alles zum Schweigen bringen. Für den Notfall. Ich werde das mal freischalten, definitiv.
guck mal, 66 Bilder von mir. Juh, okay, wir machen ja schon mal das eine Feld voll. Wir werden den Zug, mal gucken, wer angegriffen wird. Gehen alle auf den Spion, das ist das Beste für uns. Wir haben super viel Heilung. Ich gehe voll auf Jack mit der Heilung. Ich riskiere, dass der Spion gleich stirbt. Beziehungsweise. Wenn der eh stirbt, kann ich auch jetzt schon mal alles zum Schlafen legen. Außer die Hydra selbst. Die schläft gar nicht. Ist ja fies. So, unser Held ist weg, aber der hatte eh keinen Nutzen mehr für uns in diesem Kampf. Weil es, glaube ich, einmalig ist mit dem Schweigen. Ich habe 3 Vieren. Ich könnte jetzt hier so einen Hydrokopf wegmachen. Lohnt sich das? Ist das worth? Ich weiß es nicht. Weil der kommt ja auch jetzt wieder, ne? Also. Kommt der nicht? Kommt der nicht wieder? Wir machen mal die Fähigkeit. Okay. Also hier kommt auch nicht der Dungeon-Meister, der kannst so viel würfeln, wie du möchtest. Denke ich. Na komm, wir machen die 1 in hier rein. Die 2 in hier rein. Und den 6 machen wir jetzt ist hier. Jetzt ist er wieder da. Okay. Und greift sogar noch einmal an. In der Runde, wo er entfaltet wird, kann er sogar noch angreifen. Aber wir haben jetzt 10 Heilung. Das ist super. Der 2 können wir ihn rauslöschen. Das machen wir da rein. Das da rein. Ich denke, das war gut. Oh, wir müssen langsam zusehen, dass wir den Gegner tot kriegen. Machen ihn raus. Alles verschiedene. Das ist echt nicht gut. Aber ich baller jetzt alles auf die Hydra drauf, ja. Sechs leben noch. Game over. Ich hab's nicht geschafft. Ich hab's nicht geschafft, weil ich bin auf jeden Fall von dem alleine schon tot. Ja. Schade, ich hätte gerne meinen ersten Run gewonnen, aber wäre ja auch ziemlich viel, wenn mein ersten Run direkt gewinnt. Also, das habe ich unterschätzt mit der Hydra, dass wir einfach mehr Damage brauchen. Vielleicht hätten wir noch ein bisschen mehr auf Greed spielen sollen, dass wir uns mit sehr viel Max Life da reingehen in den Bosskampf. Mir hat aber sehr viel Spaß gemacht. Ich bin echt überzeugt von dem Game. Also, ich würde das gerne noch weiterspielen. Also für Videos meine ich jetzt natürlich. Weil ich spiele auf jeden Fall weiter. Nur, ich werde keine Videos bringen, wenn ich hier irgendwie 50 Klicks auf ein Video kriege. Weil damit schade ich nur dem Algorithmus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.